Vollblutschrauber. Scheitert schon an dem ersten Clip. Gut, jetzt werden wieder viele denken, ja schön, Ansaugung, ja ist ja wieder denn illegal. Nein, das ist so legal eintragbar. Also wie gesagt, also ich finde das sieht erstmal richtig, richtig geil aus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Motion Auto TV. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Ja, ich habe ja eigentlich nicht mehr viel vorgehabt mit dem Fiesta. Also so eine Stage drauf machen oder so ist erstmal keine Option für mich. Mir reicht das Auto so, wie es jetzt ist. Aber ich habe vor einer Weile was gesehen auf dem Pipercross Deutschland Kanal, dass es eine Ansaugung gibt. Gut, jetzt werden wieder viele denken, ja schön, Ansaugung, ja ist ja wieder denn illegal, weil du hast ja die Auspuffanlage, die Miltec Auspuffanlage dran. Nein! Das Ding kommt in Kombinationsgutachten und nicht nur für die Miltec-Abgasanlage plus die Ansaugung, sondern wenn du noch einen Wagener Ladeluftkühler einbauen willst, ist das in einer Dreierkombi so legal eintragbar. Was ich hier habe, ist logischerweise die Ansaugung. Die schauen wir uns jetzt gleich nochmal ganz genau an. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, wie sich das Ding jetzt mit der Miltec-Abgasanlage ohne Ansaugung anhört. Dann bauen wir das ein und dann schauen wir mal, was dann abgeht. Viel Spaß! So, damit ihr den Eindruck bekommt, das Auto ist ja noch Serie, zumindest von der Ansaugung. Wie gesagt, wir haben ja die Miltec Abgasanlage verbaut. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, oben packe ich euch nochmal den Link rein, könnt ihr nochmal reingucken. Wir hören uns jetzt nochmal so ein paar Fahrszenen an, wie sich die Ansaugung bzw. das Auto jetzt im Innenraum anhört. Und ich hoffe mal, oder ich bin mal sehr gespannt, da müsste auf jeden Fall eine große Veränderung danach sein. Bisschen Ansauggeräusche, aber das ist halt auch noch mal so ein bisschen so. Ja, man hört halt Ansaugung, das ist aber auch alles. Fahren wir mal hier rum. Das ist jetzt alles im zweiten, mal ein bisschen untertourig, mal im dritten. Da hört man auf jeden Fall was. Aber nicht toll, ne? Also nur so ein bisschen. Ja, ein bisschen hört man was. Okay, das sollte auf jeden Fall genügen für Original. Wir hören uns das Ding jetzt nochmal im Stand an. Und dann würde ich sagen, bauen wir das Ganze mal ein, gucken mal, wie schnell das so geht. Und dann hoffe ich doch mal, dass wir da ein wunderschönes Ergebnis haben. Ja, sieht echt wunderschön aus. Ihr habt die Teile gesehen und ihr habt auch gesehen, da ist ein TÜV-Gutachten mit bei. Wenn man mal so ein bisschen durchblättert, wie gesagt, bekommt ihr alle drei Sachen gleichzeitig eingetragen. Natürlich auch, wenn man nur zwei Sachen davon hat, die bekommt man auch eingetragen. Aber unter welchen Gesichtspunkten läuft das ab? So, erstens mal kostet die Ansaugung für den Fiesta ST MK8 499 Euro. Das Ganze kommt dann mit Gutachten, allerdings nur für die Ansaugung. Dann habt ihr kein Kombinationsgutachten mit Auspuffanlage oder Ladeluftkühler. Wenn ihr jetzt alle Sachen bei Pipercross Deutschland bestellt, das heißt Miltec Abgasanlage, Wagner Ladeluftkühler oder, auf jeden Fall eine der Kombinationen,
Dann bekommt ihr das Kombinationsgutachten, das jeweilige Kombinationsgutachten für die Kombination gratis dazu. Wenn ihr jetzt schon eine Miltec-Abgasanlage, so wie ich zum Beispiel, woanders gekauft habt, damals schon oder so, wo das noch kein Thema war, dass das jemals legal wird, dann berechnen die euch 99 Euro. Das gleiche gilt natürlich auch, wenn ihr schon den Wagner-Ladeluftkühler drin habt, ihr wollt die Ansaugung dazu haben, braucht ihr das Kombinationsgutachten, kostet das nochmal 99 Euro Aufpreis. Wie gesagt, da ist eine Montageanleitung dabei, ihr seht es hier im Hintergrund. Das sind 14 süße Schritte und wir schauen jetzt mal an, wie sich das gestaltet und dann hören wir uns das vor allen Dingen eigentlich an. Ich bin gespannt. Vollblutschrauber, scheiter schon an dem ersten Clip. So, Einbau ist fertig. Ich habe auf die Uhr geguckt. Ja, eine gute Dreiviertelstunde muss man als nicht erfahrener Schrauber schon rechnen. Wahrscheinlich geht es, wenn man ein bisschen Übung hat, auch ein bisschen schneller. Eine kleine Krux ist dabei. Kommt mal mit, ich zeige euch mal was. Erstmal sieht das Ganze so aus. Also wie gesagt, also ich finde das sieht erstmal richtig, richtig geil aus. Hier mit dem offenen Luftfilter, dann geht das hier durch auf dieses Flexrohr und dann da rein. Sensor müsst ihr tauschen, aber das seht ihr dann alles, wenn ihr euch das bestellt. Worauf ihr unbedingt aufpassen müsst, ist, wenn ihr den originalen Luftfilterkasten hier ausklipst, der hat nicht nur oben eine Nase, sondern auch unten. Da verbraucht man sonst schon mal ein bisschen Zeit, weil man sich halt fragt, warum das Ding da nicht rausgeht. Das andere ist, warum ich ewig viel länger gebraucht hatte, als man eigentlich brauchen müsste. Dieser Haubendämpfer, beziehungsweise hier liegt ja die Haube dann auf. Das Ding ist mir beim Luftfilter reinwurschteln, weil das doch relativ zack und schwer ist, bin ich dagegen gekommen und das Ding ist natürlich runtergefallen. Und natürlich so runtergefallen, dass man A nicht mehr rangekommen ist und B es erstmal suchen musste. Ja, aber ansonsten ging der Einbau wirklich sehr, sehr gut. Er ist gut bebildert, gut beschrieben, wie gesagt, außer mit den zwei Nasen hier. Das hätte man auf jeden Fall besser beschreiben können. Ansonsten gibt es da nichts zu meckern und normalerweise sollte man da auch in einer halben Stunde, 20 Minuten, wer richtig erfahren ist und richtig gut ist und schon mal gemacht hat in 10 Minuten, sollte man da auf jeden Fall durch sein. Aber jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt, ob das nicht nur gut aussieht, sondern ob das auch dementsprechend klingt. So, Auto ist warm gefahren und die ersten Klänge, die vernimmt man sofort. Also wenn untertourig was abgeht, dann, also ich hoffe, es kommt rüber. Es ist wirklich ein Riesenunterschied zu vorher. Und wir sind jetzt im sechsten Gang, 80 km/h, hier ist 100. Ich gehe jetzt mal leicht in die Last. Alte Scheiße, ey. Am vierten? Ey, hast du gehört? Geil. So. Hier nochmal ein bisschen langsamer fahren. Auch ein Zwischengas geben auch nochmal. Man hört es richtig prägnant. So, wir fahren jetzt hier mal rum. Mal ein bisschen langsamer. Mach mal das Fenster auf. Alter. Ja, umso mehr Last natürlich. Alter, ist das krank. Wirklich krass. Ist die Frage, ist das auch mehr Leistung? Marginal. Also ich will da jetzt keine Himmelsschlösser bauen oder so. Also marginal, vielleicht mehr Leistung, aber allein schon der Klangunterschied und einfach auch die Optik, wenn man das Ganze aufmacht, super, super geil. Wir hören uns das jetzt nochmal von außen an. Thank you.
liebe Leute, jetzt ist es erstmal wieder still, aber ich denke mal, ihr habt es gehört, beim Fahren, beziehungsweise auch mit der Kamera vorne, also wirklich, wirklich krass, der Unterschied ist so enorm. Vorher war ja quasi gar nichts, auch wenn man sich mal so ein bisschen eingebildet hat, da kommt ein bisschen Sound oder ein bisschen Ansauggeräusch und der zwitschert auch so ein bisschen ab. Nichts. Offene Ansaugung, extrem krass. Hätte ich niemals gedacht. Wirklich Leistung würde ich jetzt nicht sagen, dass man da mehr bekommt. Vielleicht wirklich nur marginal 2 PS oder irgendwie sowas. Worauf ihr vielleicht auf jeden Fall achten müsst, das Ding hat nur ein Gutachten. Also das ist keine ABE oder ECE-Gutachten. Damit müsst ihr nochmal zum TÜV und das nochmal für 50 Euro oder so nach Paragraph 19 eintragen lassen, aber dann seid ihr damit 100% Street Legal und euch können die Polizei anhalten und da kann auch nichts passieren. Ja, ich verlinke euch wie gesagt unten nochmal die Seite, wo ihr das bestellen könnt. Ab dem 11.06. ist das Ganze bestellbar und ich sage es vorweg, ich weiß aus verlässlicher Quelle, es gibt nicht viele. Ja, ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, Däumchen da lassen, Kanal abonnieren und dann sehen wir uns auch das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Emotion Auto TV. Bis dann, macht's gut, ciao.